So, wir haben hier das altbekannte Guild Wars. Der Konkurrent oder nicht Konkurrent zu WoW. Da kann man die Charakter betrachten. Das ist mein Assassin, meine Elementarmagierin. Als nächstes werde ich meinen Paragon zeigen. Ja, da ist er. Den kann man nur in Nightfall machen. Und das ist mein Farmer, oder besser gesagt Farmwaldi. Das ist der Charakter, mit dem ich nachher spielen werde. Und das ist mein neuer Waldläufer, den ich wieder am Aufbauen bin. So, jetzt wollen wir mal anfangen hier. Ladebalken habe ich rausgeschnitten, die gehen ja nur auf den Sack. So, hier haben wir die Fertigkeiten, hier die Quest anzeigen. Als nächstes sehen wir hier die Gilde. Kann man schauen, welche aktuellen Member drin sind oder User demnach. Und im Moment haben wir unsere Umhang in Blau, weil Rot war nach einer Weile langweilig. Ja. Und da sind die sonstigen Einstellungen, was man so sieht. Hier sieht man die Fertigkeiten, auf was man geskillt hat und sonstiges. Und man sieht, man kann zwei Klassen in einem Charakter verbinden, könnte man sagen. So, jetzt wollen wir mal die Mission starten, hier bei Beitreten, aber hier ist die Karte. Ziemlich groß, oben kann man erst reingehen, wenn man Eye of Nord hat. Und da unten ist halt High-Level-Gebiet. So, jetzt wollte ich mal auswählen hier, von diesen Typen. Mal ein Krieger hier. Elementarmagier. So, ein Waldläufer, ein Mönch, ganz wichtig, Nekromant und ein Elementarmagier, genau. So. Einer fällt mir noch. So, jetzt. Okay. Und jetzt werde ich mal die Mission starten. Los geht's. So, Ladebalken habe ich rausgeschnitten, die gehen ja nur auf den Sack, Alter. So, und jetzt werde ich hier gleich mal die ersten Gegner angreifen. Angefangen mit diesen Schwebedingern. Hier unten kann man die Fertigkeiten anschauen. Wo auch anklicken, bei Bedarf. Sind nicht so viele Fertigkeiten wie bei WoW, aber man muss sie mehr mit Bedacht einsetzen. So, jetzt mal zu diesem grünen Golem hier. Ganz stark, muss aufpassen. Vielleicht helfen mir noch meine Kollegen. Mein Tiergefährte hilft mir schon mal. Ja, gut. Sehr gut. So, man beachte hier die schönen Effekte bei Guild Wars. Die Leuchteffekte. Und die gelben Zahlen zeigen an, wie viel Schaden ich mache. Weil es normalerweise logisch ist bei RPGs. Oder besser gesagt MMORPGs, oder? So, metzeln wir mal uns da durch. So, jetzt helfen meine Kollegen hier. Guild Wars ist ziemlich teambasiert. Also wenn man alleine hier rausgeht, kann man hier nicht viel bewirken. Außer man geht hier ohne Quest oder sonstige Mission raus. In Guild Wars gibt es Missionen, richtig gehört, ja. Die Hauptsache ist, dass man bei Guild Wars hier die Mission macht. Quests sind nicht so wichtig, obwohl man muss ja leveln, um weiterzukommen. Oder sonstige Missionen überhaupt zu schaffen. So, so jetzt werde ich eine Weile mal ruhig Ruhe geben, damit wir hier mal einfach mal das Gameplay genießen können. Sorry, ich muss mal kurz Settings umändern, bin gleich fertig. Thank you.
So, das war's mit Guild Wars. Hoffentlich hat es euch gefallen. Euer Tuxe, besucht uns doch mal unter www.revengeofhell-clan.de.tl. Also, bye.